sind Fachleute vor Ort, Handwerksbetriebe, die zeigen können, wie man verglast, wie man am besten die Fenster streicht, die Türen streicht und wie Fensterteile oder andere Beschläge geschmiedet werden. Und das sind Firmen, die auch viel mit Denkmalpflege zu tun haben. Und dazu hören wir auch Vorträge. Wir haben einen Film vorbereitet, wir machen Führungen. Es ist recht viel geboten. Dann natürlich viele schöne Haustüren, interessante Wohnungstüren, die ich nenne Türen mit bewegter Geschichte, weil die immer wieder verändert worden sind, repariert, verkleinert, vergrößert. Und dann gibt es viele Schiebefenster, die wir heute kaum noch kennen. Es gibt Blumenbretter, ganz schön gestaltet, und natürlich Schlosserarbeiten. Wir haben parallel zwei Sonderausstellungen zwischen Tür und Angel und die andere Oberfranken betrachtet. Ganz brillante Aufnahmen von Menschen in Tracht aus Oberfranken, also Leute, die wirklich Tracht tragen und sich in ihrer Tracht darstellen. Und dann haben wir noch einen Gartentag im Juni, und das kann man alles auf unserer Homepage nachlesen, und Traktortreffen im Juli.